Mich hat das ganz am Anfang, als ich Muslim war, manchmal so ein bisschen durcheinander gemacht. Da haben mir manchmal Leute gesagt, mach mal Nia da und dafür. Und ich stand da und sagte, ja, wie mache ich jetzt eine Nia dafür? Also macht man einfach so Nia? Ich stehe auf und jetzt mache ich Nia? Also für mich war das immer schwer zu verstehen. Nia ist, wenn du die Definition nachschlägst, nach einer Nia, nach einer Absicht, das ist das, wonach dein Herz verlangt, was es sich wünscht, wonach es sich sehnt. Eine Neigung des Herzens. Dein Herz ist aber so konzipiert, das kannst du nicht so einfach befehlen, nicht mit einem einzigen Wort. Und dann kommt die richtige Nia da rein. So einfach funktioniert das nicht. Aber wie kriegt man jetzt eine schöne, saubere und aufrichtige Nia? Das ist nicht so einmal gemacht und das ist auch nicht einfach ein Wort, was man ausspricht. Aber wie kriegt man jetzt, ich kann mich an einen Moment erinnern, wo das für mich so deutlich geworden ist. Das war, als ich noch kein Muslim war. Und ich habe das schon mal erzählt, ich bin Muslim geworden. Und das, was mich dahin geführt hat, das war, als ich ein Buch gelesen habe über die Ereignisse am jüngsten Tag. Was passiert, wenn man ins Grab gelegt wird, man wird auferweckt, man steht irgendwann vor Allah. Al-Jannah und Jahannam, Paradies und Hölle und wie das alles da zugeht. Und das hat mich alles, es hat wirklich mein Herz weich gekocht. Das war das, was mich am Ende überzeugt hat. Ich war eigentlich in meinem Herzen schon überzeugt. Ich habe schon an einen Gott geglaubt. Ich habe auch Dua gemacht, Mitgebet gesprochen, auch schon bevor ich Muslim war, für schräge Sachen. Wenn ich ein Mädchen klar machen wollte, ich habe Dua gemacht. Ich war noch kein Muslim, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Aber ich, Dua halt. Ich hatte da einfach das in meinem Herzen drin. Es gibt, so war ich eigentlich vorbereitet. Die Überzeugung hatte ich schon da. Aber ich habe mich schwer getan, diesen Schritt zu gehen, Muslim zu werden. Dann lese ich einmal dieses Buch. Nur dieses eine Buch. Ich lese alles, was danach passiert. Und das ist lebendig vor mir geworden. Ich hatte das alles vor Augen. Jahannam und Al-Jannah habe ich gesehen, quasi vor mir. Und als ich das gelesen habe, habe ich alles andere vergessen und ich habe gesagt, jetzt werde ich Muslim. Vorher habe ich immer gedacht, ja, Muslim werden jetzt 5-mal am Tag beten und keine Freunde mehr und keine Disco und dies und das und jenes und so weiter. Das war alles so in meinem Kopf. Deswegen wollte ich das nicht. Mein Herz hat nicht so sehr zum Islam geneigt. Mein Herz hatte nicht die Absicht, Muslim zu werden. Mein Herz hatte die Absicht, weiter in die Disco zu gehen. Das ist die Wahrheit. Jetzt habe ich das alles gelesen. Und in meinem Herzen war nur noch ein einziger Wunsch. Irgendwann wollte ich vor Allah stehen und ich wollte es nicht vermasseln. Meine Absicht ist eine andere geworden. Nicht durch einen Befehl von außen. Ich bin nicht einfach gekommen und habe gesagt, ich mache eine Nia. Das, was mein Herz beeinflusst hat und meine Absicht, war nur, dass ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe. Mit dem Jenseits, mit meiner Begegnung mit Allah. Was mache ich, wenn ich vor ihm stehe? Mit Allah selber. Das waren die Sachen. Und sie haben nicht nur in diesem einen Mal, diese eine Tat, diesen Schritt zum Islam, auch die Dinge danach. Ich kann mich an mein erstes Gebet erinnern. Das schönste Gebet überhaupt. Ich konnte nichts. Al-Fatiha, oh mein Gott, wenn ihr mich zuerst Al-Fatiha hätte lesen hören, ihr würdet nie denken, 25 Jahre später sitzt er hier und hält Vorträge über den Islam. Niemals. Aber das war es gar nicht. Es waren gar nicht diese Dinge. Das Herz war einfach dabei. Aber wieso war das Herz dabei? Nicht einfach nur, weil das neu war. Es war, weil ich diese Dinge vor Augen hatte. Weil ich einfach meinen Tag verbracht habe mit dem, was ich gelesen habe. Mit Al-Jannah und Jahannam. Mit dem Jenseits, was ich vor Augen hatte. Das hat mein Herz berührt und es in eine bestimmte Richtung gelenkt. Und ich hatte diesen Wunsch einfach, wenn ich vor Allah stehe, ich will es einfach nicht vermasseln. Was deine Nia beeinflusst, egal was, für dein Gebet, für einen Cent spenden, es spielt keine Rolle. Dieser eine Cent kann ich am Ende retten. Ein Cent für einen Menschen, streng genommen wäre er noch wertvoller als ein Schluck Wasser für einen Hund. Es kommt nur auf dein Herz an, auf diese eine Sache. Aber wenn du das wirklich machen willst, das ist kein Einmalschritt. Du musst ein Programm dafür machen, dass du in dieser Welt lebst, dass du dich damit beschäftigst. Und je mehr du darüber liest, über Allah, über den jüngsten Tag, über all diese Dinge, desto mehr kriegst du diesen Wunsch im Herzen, einfach nur etwas Gutes zu tun für Allah subhanahu wa ta'ala.